Ich bin Serafima Kreusch von Octagon Architekturkollektiv aus Leipzig. Ich bin Ingrid Sabatier von ISSS Research and Architecture. Wir sind in Berlin und ich arbeite mit Stefan Schwarz. Ja, hallo, Stefan Schwarz, auch von ISSS hier in Berlin. Genau. Also, es geht ja um dieses Grundstück hier direkt angrenzend an die Kunsthochschule Weißensee. Und was für uns in so einem übergeordneten Maßstab auch nochmal ganz wichtig war, dass wir uns hier eben zwischen zwei übergeordneten Grünverbindungen verbinden, dass es diese einzelnen Nachbarschaftsschollen aus Wohnbebauungen gibt und dass der ganze Ort heute eigentlich ja auch eine große Barriere innerhalb dieser ganzen Nachbarschaft ist. Und das ist eine große Herausforderung, das eben auch mit dem Entwurf dann zu ändern, da zu einer stärkeren Vernetzung zu führen. Die Nachbarschaft an sich besteht durch diesen ganz intensiven Nutzungsmix natürlich auch aus Kontrasten. Also da gibt es das Studentenleben, da gibt es all das, was in der Kunsthochschule passiert. Da gibt es aber auch die Kleingartenidylle, da gibt es das Wohnen, da gibt es die Gewerbehöfe, die ja eigentlich eine ganz introvertierte Struktur sind. Und all das auf engstem Raum hier zu verbinden, das ist so eine der Herausforderungen für uns auch in dem Entwurf. Die Kunsthochschule an sich ist ja auch eine gewachsene Struktur. Da gibt es ältere Gebäudeteile, da gibt es neuere Zubauten. Und dieses Thema, sich letztlich in dieses Patchwork einzufügen, das weiterzubauen, fortzuschreiben, auch diesen Prozess letztlich fortzuschreiben, das ist für uns auf jeden Fall auch nochmal so ein prägender Leitgedanke. Also die Kernidee unseres Entwurfs ist einerseits erstmal eine Durchwegung und eine Vernetzung in dem Quartier herzustellen, um die heute nicht verbundenen Teile des Quartiers einfach auch nochmal miteinander zu verbinden und dabei Freiraumangebote für alle Nutzer zu schaffen. Also sowohl für die Studenten, als auch für die Anwohner, als auch für Leute, die dann vielleicht auch an dem Ort arbeiten werden. Und in diesen Freiraumangeboten einfach die unterschiedlichen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Nutzungen zu verstärken und dadurch einen Mehrwert in dem ganzen Quartier zu schaffen. Also das Team ISS Research und Octagon Architekturkollektiv zeigen einen total anderen Ansatz und das könnte man mit dem Thema Weiterbauen beschreiben. Also sie suchen sich mehr aus dieser architektonischen Typologie der Kunsthochschule und entwickeln das eigentlich sehr selbstverständlich weiter. Das hat uns auch insofern überzeugt, als dass sie damit auch einen besonderen Raum schaffen, ein Forum, was natürlich aus dieser Nutzung der Kunsthochschule ein sehr schönes Motiv ist. Und ein weiteres Thema ist, dass sie dann sich nach außen auch vernetzen und auch großzügige Eingänge schaffen, wieder mit der Nachbarschaft. Und in diesem Fall haben die Architekten sind auch schon in ihren Nutzungstypologien weitergegangen und haben dann auch nochmal Positionierung von Studentenwohnen, sodass dieser ganze Campus sich über diese Art und Weise vernetzt. Und das ist das, was wir eigentlich sehr interessant finden an der Arbeit.